Eine kieferorthopädische Behandlung ist ein medizinisches Verfahren, bei dem ZAHNI und Kieferstellung korrigiert werden, um das Kauen, Sprechen und das ästhetische Erscheinungsbild zu verbessern. In diesem Video werde ich Ihnen erklären, was eine kieferorthopädische Behandlung ist und wie sie abläuft. Was ist eine kieferorthopädische Behandlung? Eine kieferorthopädische Behandlung ist eine medizinische Disziplin, die sich mit der Diagnose, Prävention und Korrektur von Fehlstellungen des Kiefers und der ZAHNI befasst. Zu den häufigsten Korrekturen gehören Auüberbisse, Unterbisse, Kreuzbisse und Zahnfehlstellungen. Diese Fehlstellungen können zu Problemen beim Kauen, Sprechen und sogar zu Beschwerden im Kiefergelenk führen. Der Kieferorthopäde ist der Experte, der eine kieferorthopädische Behandlung durchführt. Er oder sie ist spezialisiert auf die Analyse von Kiefer- und Zahnfehlstellungen und die Entwicklung eines Behandlungsplans, um diese zu korrigieren. Wie läuft eine kieferorthopädische Behandlung ab? Eine kieferorthopädische Behandlung beginnt in der Regel mit einer GAA-endlichen Untersuchung und Diagnose durch den Kieferorthopäden. Während dieser Untersuchung werden Röntgenbilder, CKE und Fotos des Mundes gemacht, um die genaue Art und Schwere der Fehlstellungen zu bestimmen. Nach der Diagnose entwickelt der Kieferorthopäde einen individuellen Behandlungsplan, der auf die spezifischen Bedürfnisse und Wünsche des Patienten zugeschnitten ist. Dieser Behandlungsplan kann die Verwendung von Zahnspangen, Alignern oder anderen kieferorthopädischen Geräten umfassen. Die Verwendung von Zahnspangen ist eine der häufigsten Methoden bei der kieferorthopädischen Behandlung. Zahnspangen bestehen aus Metallklammern, die an den ZAHNINEN befestigt sind und durch Drahtbargen miteinander verbunden sind. Diese Drahtbargen erzeugen sanften Druck auf die ZAHNI, um sie allmählich in die richtige Position zu bringen. Aligner sind eine alternative Behandlungsmethode, die transparente Kunststoffschienen verwendet, um die ZAHNI zu bewegen. Diese Schienen werden individuell angefertigt und in alle paar Wochen ausgetauscht werden, um die gewahrte Zahnstellung zu erreichen. Die Dauer einer kieferorthopädischen Behandlung hängt von der Schwere der Fehlstellung und dem gewahrten Ergebnis ab. In der Regel dauert die Behandlung zwischen 12 und 24 Monaten, kann aber je nach Fall auch länger oder kürzer sein. Während der Behandlung regelmäßige Besuche beim Kieferorthopäden erfolgen, um die Fortschritte zu beobachten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. Es ist wichtig, die Anweisungen des Kieferorthopäden genau zu befolgen, um beste Ergebnisse zu erzielen. Nach Abschluss der Behandlung in der Regel Retainer getragen werden, um die ZAHNI in ihrer neuen Position zu stabilisieren. Diese Retainer können entweder dauerhaft oder nur nachts getragen werden, je nach Empfehlung des Kieferorthopäden. Insgesamt kann eine kieferorthopädische Behandlung das Aussehen und die Funktion des Mundes erheblich verbessern und langfristige gesundheitliche Vorteile bringen. Es ist nie zu spät, eine kieferorthopädische Behandlung zu beginnen und sich ein strahlendes Lächeln zu sichern.